Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video möchten wir uns mal mit der Frage auseinandersetzen, wird es denn nochmal ein DLC in GTA Online geben? Und wenn ja, wann kommt dieses denn jetzt endlich mal? Ich sag direkt jetzt am Anfang, die Information, die wir dazu haben, ist jetzt nicht besonders groß. Aber sie ist auf jeden Fall eine Eingrenzung und eine verlässliche Information. Insofern Leute, bleibt einfach dran, dann wisst ihr, was ich meine. Bevor es jetzt aber mit dem eigentlichen Video losgeht, möchte ich nochmal kurz auf meinen Partner MMOGA aufmerksam machen. Denn dort findet ihr ziemlich viele Spiele viel günstiger. Zum Beispiel könnt ihr eine 25 Euro PSN-Karte für gerade mal 22 kaufen. Das heißt, ihr zahlt weniger, als ihr letztendlich sogar am Budget bekommt. Das geht natürlich nur bei MMOGA und wenn ihr den Link in der Beschreibung benutzt, bekomme ich auch noch eine kleine Provision. Wäre auf jeden Fall eine ehrenhafte Aktion, wenn ihr das mal machen würdet, wenn ihr euch eh so etwas kaufen wollt. Aber jetzt haben wir auch genug rum erzählt, lasst uns direkt mal mit dem Video starten. Let's go! In den letzten Livestreams und in den Kommentaren von den letzten Videos habe ich immer wieder eine Frage gehört. Und zwar, wann gibt es denn endlich mal wieder ein neues DLC in GTA Online? Und die Frage ist meines Erachtens ziemlich prächtig, denn Rockstar Games hat das Oster-DLC schon ausgelassen, das Winter-DLC war dieses Jahr jetzt auch nicht so groß wie erwartet und irgendwie fehlt mal neuer Content in GTA Online. Und genau zu dieser Frage hat sich jetzt endlich mal wieder ein Leaker gemeldet, und zwar Text2, und er hat auf Twitter geschrieben: "Save up your money for the summer update, coming in June or July." Und in diesem Post steckt jetzt mehr drin, als wir vielleicht direkt so denken. Die erste Sache ist nämlich, die Text2 damit ausdrücklich bestätigt hat, ist, dass es auf jeden Fall noch ein Sommer-DLC geben wird. Viele Leute hatten ja schon Angst, dass es kein Update mehr gibt, dass das Arena War DLC das letzte Update in der Geschichte von GTA Online ist und dass es jetzt sozusagen nur noch um Red Dead Online geht und dann eben irgendwann um GTA 6. Somit können wir die Angst vor diesem Szenario jetzt schon einmal nehmen. Auch die Eingrenzung, dass das Update im Juni oder Juli erscheint, ist eine Eingrenzung, denn letztes Jahr zum Beispiel ist, glaube ich, soviel ich weiß, das After Hours DLC erst im August erschienen, also relativ spät. Das ist dieses Jahr eben nicht so, diesmal gibt es das Update ein bisschen früher. Und das war im Prinzip jetzt auch schon das ganz kurze Infovideo darüber, dass eben bestätigt ist, dass im Sommer wohl ein Update erscheint. Die Frage ist, wann genau? Ich hoffe dennoch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um wirklich nichts mehr rund um GTA Online und Red Dead Redemption 2 bzw. GTA 6 zu verpassen. Und jetzt kommen wir noch zu unserer Schlusskategorie, und zwar der Witz des Tages. Und der kommt heute von Gatrix und er schreibt: Warum ist der Donut zum Zahnarzt gegangen? Um eine neue Füllung zu bekommen. Ja, so viel dazu. An der Stelle bin ich jetzt auch raus. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem angenehmen Tag. Haut rein, bis bald und Peace.